Hallo Amanda, ich bin Frank und wir stehen hier vom Museum in Aschersleben und in diesem Museum gibt es gerade diese Ausstellung. Private Schätze im Museum und du bist ein Teil davon, weil ich schon viele Jahre alles über dich sammle und das will ich dir jetzt zeigen. Follow me. Jetzt sind wir in der kleinen Ausstellung hier im Museum. Das zeigt natürlich nur etwas von der ganzen Sammlung, die ich habe. Ich sammle ja schon seit 1979. Auf dieser Seite sieht man dich als Disco-Königin mit den Fotos, mit den Plakaten, den Plattencovern und hier auch noch Autogramm und Stickern drin. Wenn man das weiß, wie viele Sachen Amanda gemacht hat in ihrem Leben, wie viele Arten der künstlerischen Ausdrucksformen sie schon gemacht hat, dann ist das eine richtige Faszination. Besonders wichtig war es mir, den Leuten zu zeigen, dass du eine anerkannte Malerin bist und viele Jahre mit Dali befreundet warst. Hier hängen zwei Lithografien. Ich habe noch zu Hause noch ein paar und habe auch drei Gemälde von dir. Eins habe ich jetzt gerade in der Galerie in Bern gekauft. Hier ist ein Ausstellungsplakat zu sehen und hier in der Vitrine sieht man das Buch, das du über Dali geschrieben hast, zum Beispiel aus Russland oder aus Japan, schöne Fotos mit dir und Dali und Kunstkataloge. So Amanda, jetzt haben wir dir ein bisschen von der Ausstellung gezeigt. Viele Fans sind froh, dass sowas möglich ist, dass wir unseren Star so ein bisschen zeigen können. Und wir würden uns freuen, wenn du irgendwie reagierst, eine Mail schreibst oder ein kleines Video schickst. Das wäre richtig toll. Viele Fans freuen sich und kommen auch hier, um die Ausstellung zu besuchen. Tschüss, Amanda.